Hallo und herzlich willkommen zur gepflegten Unterhaltung mit Thorsten. Frohe Ostern gehabt zu haben. Ja, genau. Sagen wir im Mai. Ja, wirklich. Das wird der Effekt für heute. Man muss dazu sagen, wir nehmen das am Kar-Samstag auf. Ja, richtig. 2017. Ja, auch sehr wichtig zu Schöne Grüße an die Zukunft. Genau. Zurück in die Zukunft. Ja, Midway Arcada heißt es. Ja. Ja, das war's schon. Sehr gut. Der Arcada-Automat sieht geil aus. Der Automat ist auch sehr wichtig im Spiel. Inwiefern? Wofür würdest du den jetzt aktuell brauchen? Also es gibt in den Levels so eben der Hinweis, wenn du die Konsole hast, kannst du die da hinstellen und es passiert was. Und ich weiß nicht was. Es passiert was. Das kann alles Exactly. sein, das stimmt. Entweder man kriegt ein Minikit oder man kriegt es trotz. Das ist eben die Frage. Witzig wäre ja, wenn du, bevor du irgendwas kriegst, einmal Arcade zocken musst. Ich muss wirklich Arcade erstmal das Level spielen, um Ja. die überhaupt zu haben, habe ich ja erklärt. Ja, aber ich meine, dann hast du die. Ja, Und wenn du dann an genau. einen Punkt kommst, sagt der Motto, hier kannst du die Konsole aufstellen, dass du dann erst irgendwie einmal Donkey Kong spielen müsstest oder so. Ja, ich bin Das gespannt. wäre doch Das wäre geil, ja. geil. So ein kleines Minispiel. Und dann sagt er, du brauchst erst eine Münze. Die ist irgendwo im Level versteckt. Genau. Ah! Hier ist sie übrigens eine Münze. Ja, krieg ich ja eine Münze in Nee, der es ist Hand. die Cola-Dose. Oh, das ist die falsche. Da ist die Münze. 5 Pence, aber was haben die? Weiß ich nicht. Ja, fünf. Fünf steht da drauf. Fünf irgendwas, 5 Pence. Fünf Deko-Dollar. 5 Deko-Dollar, genau. Hammer. Da musst du mir erzählen, was dann passiert. Ja, ich bin gespannt. Aber erstmal muss ich ja das Level spielen, wie Fährst gesagt. nach Hause morgen Osterfeuer und eine Konsole aufstellen. Das ist Minimum, was noch passiert. Ja, Montag eher. Ach komm. Sonst schon wieder sehen wir. Nee. Mein Terminplan ist dicht. Ja, das ist ja nun mal so. Also, es finde ich auch schön so. Ach klar. Freunde treffen, was Tolles unternehmen. Klar. Das hört schon wieder nicht. Gerade wenn andere auch mal frei haben, so über Ostern und so. Dun, 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 dun. So, meistens können sie die Dosen nicht halten, deswegen stelle ich sie ja meistens immer so hin. Oh, da auf dem Bild haben sie es noch. Ja, ich weiß, aber es fällt nie. Er kann das Wasser nicht halten. Ja, ich denke mal, da spielt man wirklich so. Da steht ja auch 20 Classic Arcade Games. Also, spielt man so. Könnte sein, ne? Ja, also ich freue mich drauf. Könnte sein. Stehst vor dem Automaten, yeah, jetzt kann ich es endlich hinstellen und dann, um so einen Stein zu kriegen, musst du erst spielen. Könnte Donkey Kong dabei sein, wenn es heißt Classic. Ja, ich bin gespannt. Ja, natürlich. Also mein Level jetzt, mein Level Pack, da muss man die erstmal spielen. Jetzt bauen wir den Spy Hunter. Ist auch gleich fertig, glaube ich. Sind das jetzt durchsichtig oder sind das die grauen? Das sind Kann die ja schon mal die grauen, Reifen ne? machen. Ich glaube, das sind die grauen. Apropos Spy Hunter. Der Craig macht jetzt doch noch einen, ne? Ja, richtig. Ich hoffe ja, die kriegen den Bogen, ganz ehrlich. Ich hoffe auch, weil zu Dr. Loom muss das ja Ja, irgendwo ja, führen. ja. Dann würde ich mir so eine Crate-Box auch holen, weil das ergibt echt Sinn. Das ergibt da noch Sinn, ja. Und man kann es auch 30 € drauflegen, hast die anderen Filme auch. Die sind ja nicht mehr so teuer. Ja, Ja, ist ja halt so. ist so, ja. Leider. Die Box ist sehr günstig hier zu erwerben. Und ich habe so viel Geld dafür hingelegt. Ja? Damals, Ja, ja. aber ach so, du hast diese Diese 1 bis 007 irgendwas. Edition habe Ja, ich, genau. ja. Und den Rest hast du ja nach und nach. Genau. Ich habe bis PS4 Ja. komplett die Box. Ja, wobei die du Box, die du hast, die kostet, glaube ich, immer noch Schweinegeld. Ja, die kostet immer noch Schweinegeld. Hast du ihn gefunden? Danke. Das stimmt.
Das war auch cool. Jetzt will er zwei haben. Warum willst du denn da zwei haben? Und eins hier, eins dahin, das macht. Ach so, nee, eins rechts, eins links. Eins rechts, eins links, genau. Ja. Und ich hatte das die Tage gelesen, hat mich echt gewundert, dass sie dann nochmal rumgekriegt haben. Ich war erfreut. Ja, erfreut auf jeden Fall, aber dadurch, dass das Nein so vehement kam, so direkt von Anfang an, hätte ich nicht damit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich gedacht, na, wenn er das jetzt schon sagt, direkt. Stell doch hin, dann kann ich auch bauen. Ja, entschuldige. Das ist ein Lego, das muss er gemeinsam bauen. Na, weil er direkt von Anfang an Nein gesagt hat, nochmal mache ich es nicht. Und dann habe ich gedacht, gut, dann ist das so. Ne? Wenn er gesagt hätte, nicht nochmal drüber nach oder ich weiß es noch nicht. Ach, oder so. Kommen wir noch. Ja, deswegen wolltest du mir den wegnehmen. Kannst die Reifen dran machen. Der hat sich ja schon vorbereitet, siehst ja, du? Deswegen. Noch, da bin ich gespannt, dann, was wir daraus machen. Aber wird bestimmt erst 2019 oder sowas. Ja, frühestens. Ist nun mal so. Ist das ja nicht schlimm. Sich dann, gell. Jetzt haben wir aber was fürs Kino. Schönen Sportwagen. Schicke passend zum Thema. Ist das so? Ja, doch, 80er Jahre und so. Aber ich mach dir das mal richtig dran. Ja. So, Arcade-Maschine, bitte. Ja, ich komme. Ach so, kommt das da. Was ist denn daran so schwer? Echt? Hast du das geschafft? Ja, fertig. Warum kriege ich das nicht? Jetzt? Weiß ich doch nicht. Ich muss einfach nur draufstellen. Dann muss ich mit Hummer auch nochmal versuchen. Weil der hat auch seine Flasche verloren, sein Duff-Bier verloren. Ja, sein Duff-Bier. Bass. Genau. Oder Bass-Cola hat er eine Art. Jetzt passt genau hier in diesen Finger, in diesen Ring. Also habe ich nicht hingekriegt. Mhm. Ich mache Umhänge, er macht Cola. Er macht die Dosen. Ja, genau. So macht jeder seins. Jeder hat sein Steckenpferd, ja. Genau. Midway Arcade. Ja, das Midway ist hier bezogen auf Rennen. Da gab es ja damals stimmt, auch stimmt, ja. Videospiele drüber und Arcade, klar. Arcade sind ja die Automaten, ja. Yes. Und der Typ ist einfach nur ein Typ aus den 80er. Ja, so ist es. Der ist irgendwie hängen geblieben. Und der hat sogar. Was hat der? Schwarze Haare. Hier von Space Invaders, so ein Viech auf dem Podest. Stimmt. Und auch ein T-Shirt. Auch ein T-Shirt auch. Space Invaders. So ein Alien, was man so abschießen muss. Ja. Das wird bestimmt auch in den 20 Leveln sein. Da kann man nicht grübeln, aber Space ist eher Defenders vielleicht auch. Defenders, ja. Wenn es schon mal hier drin steht. Aber es steht natürlich nicht alles drin. Nee, natürlich nicht. Kannst du die Nächte durchzocken? Ja, bitte. Ja, bei Arcades ist es ja immer so, du hast ja kein Level in dem Sinne. Es wird in der Regel schneller und du machst Punkte. Mehr ist es ja nicht, ne? Mhm. Stimmt. Gut, bei Donkey Kong gab es 3-4 Level. Wahrscheinlich so ein Pinball, wahrscheinlich auch. Ja, so ein Flipper an der Wand. Ja, meinte ich ja. Ja, ja, Pinball, Flipper ist ja richtig. Englisch. Englisch ist modern. Was gab's denn noch? Uff. Okay, bin ich gar nicht so im Thema. Ich auch nicht. Aber wird bestimmt cool. Ich freue mich drauf. Das zu zocken. Centipede gibt's noch. Kann ich nicht. Da fängst du an als kleiner Wurm und je mehr Sachen du frisst, desto länger wirst du. Aha. Du musst aufpassen, dass du den Bildschirm so füllst. Ja, ja, das kann dass ich. Du dich selbst in den Schwanz beißt und so. Das kriege ich unter einem anderen Namen. Pac-Man natürlich. Ja, Pac-Man, Klassiker. Mrs. Pac-Man? Give me your dream. Vielleicht gibt es auch Karaoke, man weiß es nicht. Der Joystick ist auch cool, ja. Ja. Voll coole Pepsi in der einen Hand, Joystick in der anderen Hand. Ey, guck mal, Ladies, ich steuere Raumschiff hier. Voll geil. Achso. Outrun? Ne, Outrun, war das noch Arcade? Ah, so gerade, ne? Könnte sein. Das ist doch richtig. Irgendwie was. Ja, komisch. Wieso soll die das dann drehen? Damit du sehen kannst, dass du hier hinten noch einen drauf ist. Hä? Keine Ahnung. Hä?
doch albern. Vielleicht deswegen, damit du siehst, dass der Bildschirm da. Was ich ja toll finde, es gibt ja Leute, die basteln sich so Cabinets und stecken da irgendwie einen kleinen Computer rein und lassen dann die Spiele emulieren darauf. Stimmt, ja. Das ist auch cool. Das ist richtig cool, ja. Gibt's auch als Pinball, so Virtual Pinball und so. Und dann ja, genau. Basteln die sich das, das ist aber auch eine scheiß Aufgabe. Also für jemanden, der das gerne macht, klar, aber es ist eine scheiß Aufgabe im Sinne von, bis das mal fertig ist. So ist es. Da gehen auch ein paar Wochenenden drauf. Ja, so einige. Aber es macht ja Spaß. Ja, wenn du das richtige Werkzeug hast und alles. Vor allem, du musst ja alles simulieren, das Wackeln am Tisch und Münzeinwurf und Schlag mich tot, weil du kommst an den Rechner zwar dran, aber du willst ja nie. Du ja, machst da an und es soll da sein alles, ne? Wie das ist bei Arcade. So soll es sein, ja. Gab's ja früher, ne? Nintendo war das, glaube ich, konnte man auch auf die Weise. Da gab es auch so Automaten. Ja, gab's auch. Mhm. Aber nicht in Deutschland. Leider nicht. Konntest du NES, das war quasi NES Classic Mini früher schon, die 30 besten Games Konsolenstraße zocken. Ja, wirklich. So, das ist die Konsole. Schick, schick. Ja, sieht cool aus. Fertig. Joystick und Fire Button. Geil. Push the button. Lass die Spiele beginnen. Defender sind also einfach. Jo. Ja, das war das schon wieder. Genau. Das gegen Fixi Foxy heute. So sieht das mal aus. Einmal Auto, einmal Typ. Einmal Packung. Einmal Packung. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Jo. Tschüss.